Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu SCP-087. Dies ist ein Psycho-Horror-Treppensimulation. Man muss jetzt einfach hier laufen und laufen und laufen und laufen. Und muss halt so weit wie möglich nach unten kommen, ohne zu sterben. Wobei hier halt immer wieder was passiert. Und ja, ich muss ehrlich dazu sagen, also, ja, ich finde das jetzt schon an sich sehr gruselig. Und ich wollte es gestern Abend schon mal spielen, dieses Spiel. Allerdings, ja, wenn man halt Kopfhörer auf dem Kopf hat, ja, und im Dunkeln sitzt, dann, nee, sorry, bitte, aber das geht gar nicht. Jetzt kommt gleich ein Tatütata hier vorbei. Und wir sind jetzt auch schon in der zweiten Etage. Und laufen direkt jetzt mal weiter. Boah. Mich gruselt jetzt schon. Ich muss mal ganz kurz meinen Ton ein bisschen leiser machen. Auf die Kopfhörer. Und gehen jetzt mal hier weiter runter. Etage Nummer 3. Boah, ohne Scheiß. Gänsehaut-Feeling pur, ne? Also, wer was braucht, ne? Zum Gruseln. Etage 4. Den würde ich nur dieses Spiel empfehlen. Weil das haut echt rein. Etage 5. Und ich denke auch mal, dass bald sogar Etage 6 unsere erste Tragödie hier passiert. Und ohne Mist, ich habe dieses Spiel gestern gespielt im Dunkeln, ja. Ich habe so Gänsehaut bekommen, das ging gar nicht. Und deswegen kann ich euch das, also wer da drauf steht, ja, auf so Horrorzeug, dem kann ich das echt nur empfehlen. Achte Etage. Und die Musik wird immer dumpfer. Also Musik. Aber die Geräusche werden immer dumpfer. 9. Man muss halt wirklich immer, so weit wie möglich nach unten kommen. Mal der. Boah. Ohne Scheiß, ich krieg jetzt schon der Gänsehaut, obwohl wir es hell haben. Weil. Es kann ja auch immer was hinter einem passieren, ne? Gänsehaut, ich trau mich nicht weiter. Die 11. Oh mein Gott. Ach, und übrigens, ich würde euch empfehlen, das Video jetzt anzugucken auf 720 Pixel. Also HD, um dass es nicht ganz so extrem unscharf wirkt. Dreizehn ist eine Glückszahl, also darf jetzt nichts passieren. Vierzehn ist auch eine Glückszahl, es darf nichts passieren. Am besten ist, wenn ihr dieses Video nachts anschaut. Ich glaube, da kommt das noch mehr rüber. Ich höre irgendwas atmen. Und das bin nicht ich. Alter, jetzt ohne Scheiße. Ich habe so die Gänsehaut.
Weil mit Kopfhörern, dann hört man das nämlich auch. Also ich höre auf jeden Fall irgendwas atmen. Okay, wir trauen uns weiter runter, wir trauen uns. Obwohl ich schon echt kurz davor bin, hier ja, vom Stuhl zu fallen. Also Leute, wenn jetzt die nächsten Tage kein Video kommt, dann habe ich einen Herzinfarkt erlitten. Ich weiß schon gar nicht mehr, in welcher Etage wir jetzt sind. 18. Das war jetzt draußen im Bus. Alter, jetzt bin ich aber erschrocken. Scheiße. 19. Und es wird spannend. 20. So langsam bekomme ich am ganzen Körper Gänsehaut. Scheiße. 21. Ich höre die ganze Zeit irgendwas atmen, das irritiert. Und die Musik, die wird auch immer lauter, finde ich. Also das Geräusch. Das. Was war das denn? Oh, Scheiße. Oh. Scheiße. Oh, da war da gerade ein Schatten gewesen. Oh Leute, ich will. Scheiße, ich bin gerade beinahe vom Stuhl gekippt. Oh mein Gott. Ich gucke am besten gar nicht mehr hin und laufe einfach nur. Ah, da war wieder ein Schatten gewesen. Habt ihr das gesehen? Boah, ohne Scheiße. Ich bin, oh. Ich bin so voller Gänsehaut. Ich sehe aus wie so ein gerupftes Huhn. Scheiße, ey. Oh mein Gott. Und die Musik, die wird auch immer gruseliger. Nein, ich will da nicht hin. Hilfe. Mein Gott. 27? 27, Leute, 27. Also ich glaube ohne Scheiß, wenn jetzt gleich was kommt, ey, ich fall vom Stuhl, oder? Ich pullere mir ein. Scheiße. Also, ich gucke ja gerne Horrorfilme und so ein Mist, ja, aber das ist echt zu viel, weil. Das geht ja richtig auf die Psyche, obwohl das ein Spiel ist, ja. So heftig, so heftig. Also ohne Scheiß, wer das erstellt hat, das Spiel, ja, das ist echt ein Psychopath. So, wir sind jetzt 30. Okay. Ich habe so Angst, dass gleich was aus dem Gebüsch springt. Aus dem Gebüsch. Hier gibt es keine Gebüsche. Hier ist doch was. Das Atmen wird immer lauter. Hilfe! Einfach durchrennen. Augen zu und durch. 34. Also, ich glaube, bei dem Spiel dürfte man keine Webcam anhaben. Oder dürfte man mich gar nicht beobachten. 35 bei dem Spiel, weil. Oh,
Meine Mimik und Gestik, ja, die sagt alles. Irgendwie wird die Geräuschkulisse auch immer lauter hier unten, habe ich den Eindruck. Hilfe! 38? Komm, die 40 schaffen wir noch. Also dieses Spiel auf jeden Fall nichts für Leute mit schwachen Nerven. Weil das ist echt so krass, ja, und ich würde das auf jeden Fall keinen empfehlen, abends zu spielen. Es sei denn, ihr steht da drauf. 40, okay, 40, 40. Hilfe! Hilfe! Scheiße, stopp! Scheiße! Ich habe gerade aus Versehen eine Taste gedrückt und es hat gerade volle Möhre gestockt. Ich weiß ja nicht, passiert jetzt irgendwie noch großartig was oder. Da war wieder so ein Schatten gewesen. Oder passiert da noch was? Okay, ich würde jetzt einfach mal sagen. Hilfe! Wir versuchen jetzt noch bis zur 50 zu kommen. Und. Ja, und bei der 50, da mache ich dann erstmal einen Cut und mache erstmal eine Pause. Weil das geht gar nicht klar hier. Noch 5 Etagen. Und. Boah, ich krieg schon wieder übelst die Gänsehaut, ey. Hilfe! Hilfe! 47, noch 3. Und meine Gänsehaut, die steigt noch mehr in die Höhe. Was war das? So, Leute. Okay, nee, ich trau mich noch. Komm, komm, wir machen das noch. Los. Das Spiel ist wirklich nichts für schwache Nerven, ey, ohne Kack. Sí.
günstig. Meine Gänsehaut steigt schon wieder. Meine Fresse. Oh, Leute, ohne Scheiß. Oh, so langsam, ja, so langsam. Vor allem, ich verreiße dann immer die Maus so schnell, ja. Oh, dass es langsam nicht mehr feierlich ist. 60. Okay, ich würde sagen, bis 70. Nee, komm. Die Etage nur noch so. Obwohl, ich krieg einfach nicht genug, ohne Scheiß. Oh, nee. Das Lustige ist ja bei dem Spiel, dass jedes Mal, wenn man dann startet, das kommt dann jedes Mal, da kommt jedes Mal halt ein neues. Also die Welt, die bleibt zwar hier, die Treppen, allerdings regeneriert sich das immer und dann kann es schon passieren, dass man nach der fünften Stufe halt schon einen Herzinfarkt bekommt. Ich hoffe, ihr hört die Autos da draußen nicht so bei mir. 67. Gänsehaut, die steigt schon wieder. Scheiße, 70.